Verteidigung an der Seite von Dr. Eben. Herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz nach dem Bundesligaspiel Borussia Dortmund gegen den SC Paderborn. Ich begrüße beide Trainer und bitte André Breitenreiter um seinen Kommentar zum Spiel. Ja, zunächst einmal herzlichen Glückwunsch Jürgen und deiner Mannschaft zu dem letztendlich absolut verdienten Sieg auch in der Höhe, 3:0. Ich denke, wir sind wirklich sehr gut ins Spiel reingekommen. In den ersten 30 bis 35 Minuten haben wir sehr kompakt verteidigt, haben es dem Gegner sehr schwer gemacht, sich Torchancen zu erspielen. Die Jungs haben genau das umgesetzt, was wir uns vornehmen wollten. Laufstark, zweikampfstark und auch mit Nadelstichen nach vorne. Ja, und wenn man hier in Dortmund dann auch was mitnehmen möchte, dann braucht man da sicherlich auch ein Stück weit Glück und auch mal eine richtige Entscheidung. Wir haben heute, ja, wenn ich über die Saison hinweg sehe, ich glaube, den 7. klaren Elfmeter nicht bekommen. Es war ein ganz klarer Elfmeter an Uwe Hünemeyer, ich habe die Bilder gesehen. Ja, dann gehen wir vielleicht 1:0 in Führung und das Spiel kann anders laufen. Nach der Halbzeit wollten wir im Grunde es genauso machen wie in den ersten 30, 35 Minuten. Aber ja, durch eine Unstimmigkeit auf der Seite haben wir im Detail einen Fehler gemacht und das 1:0 zugelassen und ja, danach war der Express des BVB nicht aufzuhalten. Eine Mannschaft mit hoher Qualität, da ging es für uns auch ein Stück weit zu schnell, das muss man klar sagen. Und deswegen war das Ergebnis nachher abschließend aufgrund der vielen Anzahl der Torschüsse auch in der Höhe verdient. Danke. Danke, André Breitenreiter, so viel Zeit muss sein. Jürgen, dein Kommentar zum Spiel bitte. Ja, ich war mit der ersten Halbzeit auch nicht unzufrieden. Ich habe den Jungs in der Halbzeit gesagt, genau das ist das, was normalerweise das Problem ist, dass man, wenn man Paderborn nicht respektiert, dann ist man überrascht, dass es eine Halbzeit lang schwer ist. Wir haben das gut gemacht, wir haben gearbeitet, wir haben Abschlüsse gehabt, nicht die klarsten der Welt, aber wir haben gearbeitet, ist keine Frage. Paderborn ist dann im Umschaltspiel immer durchaus gefährlich, Standardsituation sowieso, da waren sie uns auch von der Größe her überlegen, aber haben das insgesamt sehr gut gemacht. Es war mir wichtig, dass wir aus der Halbzeit mit einem guten Gefühl rausgehen, weil wir nur ein paar Dinge verändern mussten. Wir haben kaum zwischen die Ketten gespielt, erste Halbzeit, wir haben Şimşek viel zu wenig mit ins Boot genommen, waren im Gegenpressing noch nicht wirklich präsent genug und haben natürlich nicht schnell genug verlagert, weil der Gegner sehr weit einrückt. Das ist normal und gut, wenn wir das insofern zulassen, dass wir auch immer in den engen Räumen spielen. Zweite Halbzeit haben wir dann mit den Verlagerungen haben wir das besser gemacht, haben im richtigen, mit dem guten Timing das gemacht und dadurch haben wir die Formation durchbewegt und dann ist es normal, dass irgendwann die Abstände nicht mehr stimmen, dass Fehler passieren, dass wir das 1:0 natürlich gebraucht haben. Wir hatten davor schon eine tolle Möglichkeit durch Micky, der, wenn er davor schon das Tor gemacht hätte, wahrscheinlich den Ball auch nicht direkt schießt, sondern einfach nochmal mitnimmt, wobei er völlig frei, dann kann er den mit seinem Huf auch in die lange Ecke schießen. So, dann waren wir dran, der Knopf ging auf, die Jungs sind wirkten dann durchaus auch befreit und haben dann richtig Fußball gespielt. Das sah wirklich gut aus, ohne irgendwas zuzulassen, dann hochverteidigt, gut gemacht und hochverdient gewonnen. Klar, wenn das erste Halbzeit ein Elfmeter war, das Gefühl zumindest kenne ich, wenn man den nicht kriegt, aber wir haben, glaube ich, sogar noch eins gemacht, das kein Abseits war, also dementsprechend dann über 90 Minuten gesehen, waren wir heute verdienter Sieger, für uns super wichtig. Super wichtig, tatsächlich 6-Punkte-Spiel und gewonnen. Dementsprechend fühlt es sich an. André und SC Paderborn, alles Gute für die nächsten Spiele und ja, bis irgendwann. Danke Jürgen. Bevor wir zur Fragerunde übergehen, küren wir noch den Gewinner unter Ihnen. Das ist Herr Lüdecke von der Firma Sport Pictures. Er hat unser Huawei-Tippspiel gewonnen und unter anderem ein neues Handy, ein Huawei S&P 7 gewonnen. Das nur am Rande. Es gibt bestimmt Fragebedarf. Wenn das so ist, dann bitte ich um Handzeichen. Wir sind schnell mit dem Mikrofon bei Ihnen. Heiko Niederer von der Bild beginnt. Wie emotional war es denn für Sie persönlich, als so ab der, weiß nicht, 88. Minute die Sprechchöre kamen? Und zweite Frage dazu, Sie haben so ein Zeichen mit den drei Fingern gemacht, hat das mehr bedeutet als die drei Punkte, oder? Das ist ziemlich einfach, Frage 2 ist leicht zu beantworten. Also ich wollte nur anzeigen, wir haben noch drei Heimspiele. Also nach dem Motto, macht euch locker, wir können jetzt ja nicht jede Woche hier
den Trainer verabschieden, der uns sicher auch nicht alleine geht, sondern der seine beiden Co-Trainer mitnimmt, der Jelko und Pete. Also wenn man irgendein anderes Lied abfindet, in dem die drei Namen reinpassen, dann höre ich auch noch lieber zu. Aber ja, emotional waren hier schon unglaublich viele Momente in dem Stadion und 88, ich habe es erst nicht wirklich verstanden, dann habe ich schon mitbekommen, dass mein Namen rufen, das ist schön, das ist gut, aber ich finde, die Leute waren außergewöhnlich heute. Nicht zum ersten Mal, ganz im Gegenteil. Aber sich so in so einer Woche, wo sich fast schon jeder verpflichtet fühlt, dann zu zeigen, wie sehr wir ihm irgendwann fehlen werden und dann wirklich sich auf das wirklich Wichtige einzulassen, nämlich Fußball, das fand ich ganz stark. Weil das haben wir auch versucht und ich kann als Mensch jetzt nicht jede Woche, das sind ja wie gesagt hoffentlich noch ganz viele Spiele, immer so einen emotionalen Ausnahmezustand aufgrund des Abschiedsschmerzes da verfallen. Das wäre ja auch blöd, wenn ein 47-jähriger Mann dann einmal pro Woche wildflend irgendwo im Fernsehen rumsteht. Macht keinen Spaß, soll auch niemand sehen und dementsprechend werden wir uns verabschieden dann. Ich fand es heute ganz großartig, wie die Leute es gemacht haben. Und es war richtige Fußballatmosphäre und es war genau das, was die Mannschaft braucht. In der Saison ist noch ganz viel drin. Wir mussten Gefahren abwenden ohne Ende. Und jetzt gucken wir einfach mal, wie wir diesmal damit umgehen, dass der Abstand nach oben jetzt zumindest mal nicht größer geworden ist. Frankfurt wartet. Gibt es weitere Fragen? Wir gehen aufs Kamerapodest zu Sport1, bitte. Herr Klopp, Sie haben gerade im ersten Statement gesagt, dass Ihre Spieler nach dem 1:0 eine gewisse Befreiung verspürt haben, zumindest sah es so aus. Würden Sie sagen, dass es aufgrund Ihrer Entscheidung am Mittwoch, dass diese Spieler ein bisschen blockiert waren am Anfang vielleicht? Das dürfen Sie gerne interpretieren, wie Sie das wollen. Also die waren nicht blockiert, aber es ist schwer. Jedes Spiel braucht einen entscheidenden Moment, wo sich das Spiel danach verändert. Und André kann wahrscheinlich ein Lied von singen. Ich glaube, wahnsinnig viele Rückstände konnte. Die haben so geile Spiele gemacht, aber viele Rückstände umdrehen konnten sie noch nicht. Und dementsprechend ist die Führung so wichtig. Und das fühlt sich natürlich auch so an. Ja, das ist, wenn eine Zeit lang etwas nicht gelingt, dann tut das sehr gut, wenn es so gut gelingt, dass der Ball dann drin ist. Also inwieweit? Also ich habe niemanden festgestellt, der blockiert war. Die Jungs haben Gas gegeben. Es war auf unserer Seite zumindest schweineheiß. Und deswegen war das auf dem Platz natürlich auch nicht viel anders. Das war heute richtig anstrengend für alle Beteiligten. Das haben sie gut gemacht und mehr war nicht. Ja, ich sehe im Moment keine weiteren Handzeichen, bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen und natürlich unseren Gästen aus Paderborn eine gute Heimreise. Dankeschön. Dankeschön. Alles Gute.